Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokémon X für den Nintendo 3DS. Das letzte Mal haben wir Illumina City betreten, die schönste Stadt, die jemals ein Pokémon-Spiel drinne war, Tutentäten. Und haben Professor Platon getroffen, haben ihn im Kampf besiegt, haben ein Glumande erhalten, das ich Fafnir genannt habe. Und haben einen Glurakdit X erhalten. Ja, für irgendwelche Mega-Entwicklungen. Ich weiß, dass es Mega-Entwicklungen gibt. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Wir werden sehen. Haha. Jetzt wollen wir erstmal zum Café Soleil, denn da sollten wir hin. Monsieur D, das musst du dir ansehen. Hier kann man Trainer-Promos aufnehmen. Ja, das sind ja auch die Trainer-Promo-Studios. Sein eigenes Promo-Video aufnehmen, da werden Träume wahr. Die Leute hier erstellen das Video auch gerne für dich. Dann musst du dich um nichts kümmern. Du kannst aber auch selbst zusammenstellen, wenn du dich dazu berufen fühlst. In diesem Fall steckt man sein ganzes Herzblut in die 10 Sekunden dieses Videos, um dann die Welt daran teilhaben zu lassen. Ein Promotion-Video für mich selbst, in dem ich darstellen kann, wie großartig ich bin. Let's go! Ah. Hallo und guten Tag. Bitte tritt doch näher. Herzlich willkommen im Trainer-Promo-Studio. Das geht voll auf den Hals. Hier kannst du deine Einzigartigkeit komprimiert in 10-Sekunden-Film packen und der ganzen Welt zeigen, wie toll du bist. Sag ich doch. Ego aufblasen für Anfänger. Die Sache geht wirklich super schnell. Möchtest du mal versuchen, so eine Promo aufzunehmen? Kannst du glauben. Okay, klasse. Dann sehen wir zu, dass wir die Aufnahmen gleich mal in den Kasten kriegen. Oh ja, spiel mit der Kamera. Wie möchtest du denn am liebsten rüberkommen? Heiter, cool, witzig. Cool. Alles klar. Dann filmen wir die nötigen Szenen doch sofort. Dürfte ich dich hier gleich hier ins Studio bitten. Ja, so ist gut. Stell dich genau dahin. Toll, wunderbar. Das kommt sehr cool rüber. Ich möllig. Das war's. Gut gemacht. Okay, damit haben wir ein paar tolle Szenen im Kasten. Okay. hallo? Dann mal los. DK, DK. Mache Bekanntschaft mit DK. Oh yeah. Oh. Okay. Ich hoffe, das hat dir zugesagt. Der Film wird jetzt hier bei uns gespeichert, damit du ihn dir jederzeit ansehen kannst. Ja, klar. Alles klar. Ich habe den Film veröffentlicht, damit ihn sich jeder ansehen kann. Okay, kann ich das auch irgendwie selbst... Ja? Ah... Also kann ich doch selbst was machen, ja? Wähle eine Filmrolle. Flop. Bearbeiten. Ja. Nebendarsteller. Nehmen wir natürlich McCloud. Ab ins Studio. Boppi, boppede. Bim, 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 bim. Da mal los. DK, DK. Mal Bekanntschaft mit DK. Oh yeah. Wiedergabe verschiedene Soundeffekte. Der erste Schritt ist, darin bestehen eine Sekunde auszuwählen, eine Aktion für sie zu bestimmen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Unter was? Pink. Oh Gott, das ist so männlich. Trainer, Magma, Blumenfeld, Punkte, Wald. Okay. Wir machen da jetzt ein Sailor Moon Video draus. Pose wählen. Hände kreisen lassen. Winken. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich setze jetzt hier einen Schnitt und stelle das alles ein. Und dann seht ihr meine fertige Trainer-Promo, ja? Okay, bis gleich. Wer bin ich wohl? Eine neue Hoffnung am Trainerhimmel. Ganz recht, das ist DK. Awesome. Ich liebe es. Okay, gut. Das waren 12 verschwendete Minuten meiner Zeit. Okay. Wäre natürlich toll, wenn sich möglichst viele Trainer deine Promo ansehen würden. Das stimmt.
Schönen guten Tag, der englische Empfang ist auf der linken Seite. Ich warte nur geduldig drauf, dass hier mein Trainer mit Stil vorbeischaut. Oh, tut mir leid. Das ist ja schon in Ordnung, Mann. Tut mir leid, dass ich so eine alte Kapuze nur auf habt. Okay, gut, dann wollen wir uns jetzt mal hier weiter umsehen. Meine Phrasen, ist die Stadt groß. Okay. Nanu, warst du schon im Café? Nö. Nö. Ich komm dir noch ab. Steht da irgendwas, was das ist? Nö, gucken wir mal rein. Oh, wir werden viel Zeit in dieser Stadt verbringen. Das sehe ich jetzt schon. Wenn du ein Pokémon mit dem Item Wundersaat ausstattest, werden seine Attacken vom Typ Pflanze verstärkt. Mhm. Ja, im Stockwerk über uns wird erforscht, wie man Pokémon fangen kann. Oh. Hey Trainer, möchtest du das hier mal ausprobieren? Flinkklau. Oh, nice. Dankeschön. Okay, gut. Dankeschön. Nehme ich gerne an. Habe ich jetzt kein Problem mit. Hey, McCloud. Aufstehen. Was ist denn das hier? Café Focus. Okay, wer bist du denn? Das hier ist der Südring. Auf dieser großen Straße sind das Pokémon-Labor, das Trainer Promo Studio und das Friseurgeschäft Styzalon zu finden. Ah, ich bin immer noch im Südring. Okay. Südring. Kann ich die Kamera... Huch, das Mehikel. Mehikel? Hat es sich am Boden gemütlich gemacht und hält ein Nickerchen. Oh. Ich bin kein Vehikel, ich bin ein Mehikel. Was haben wir gelacht? Pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Oh, okay. Kann ich irgendwie die Kamera drehen? Nein. Okay. Das ist noch minimal uncool, aber okay. Kann ich mit leben. Zur Not. Pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall. Ja gut, das wurde mir schon gesagt. Okay, okay, gehen wir mal ins Café Focus. Ah, Café Focus. Die Kunden unseres Cafés sind unglaublich enthusiastisch, wenn es um Fotos geht, egal ob vor oder hinter der Kamera. Und hier können sie sich dann in leidenschaftlichen Diskussionen über ihre Schnappschüsse auslassen. Was ist dir lieber, groß oder klein? Groß. Die Größe ist eben doch entscheidend, nicht wahr? Oh. Irgendwann werde ich meine eigenen Fotoapparate herstellen, glaub mir! Bei Fragen rund um das Thema Kamera stehe ich dir gerne Rede und Antwort. Ich kenne mich mit Kameras aus. Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du mehr über Kameras wissen willst. Ich kenne mich mit Kameras aus. Als Profi im Umgang mit der Kamera bleibt es mir natürlich nicht verborgen, dass du ein Weitwinkelobjektiv nicht von einer Ananas unterscheiden kannst. Habe ich recht? Ey! Du Drecksack! Natürlich kann ich ein Weitwinkelobjektiv von der Ananas unterscheiden. Die Ananas schmeckt viel besser. Oh, so. Mann, ey. Stümper. Oh, hi. Hast du einen Moment Zeit? Ich liebe dich. Okay. Gehen wir mal. Natürlich gibt es 1000 Cafés. Sag mal, Nachbar, sind das nicht Fleur de Lis und... Moment mal, ist das etwa Dianta? Fleur de Lis ist der Leiter des Labors, in dem der Hololock entwickelt wurde. Und Dianta kennst du bestimmt selbst, oder? Du weißt schon, das ist diese super beliebte Schauspielerin, von der alle Welt redet. Aber was führt diese beiden wohl zusammen? Wie du dieses junge Mädchen in deiner Debütrolle gespielt hast, war einfach wunderbar. Würdest du nicht am liebsten ewig solche junge Charaktere spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam. Schönheit ist doch nicht ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen. Alles ändert sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mit Freuden altersgemäße Rollen spielen. Nein, du darfst nicht altern. Aber siehst du es denn nicht als deine Pflicht als Schauspielerin an, als Schauspielerin an, auf ewig schön zu sein? Wenn es nach mir ginge, dann sollte die Welt ewig so werden, wie sie jetzt ist. Entschuldigung, das passiert ab und an. Alles sollte in seiner momentanen Schönheit bewahrt werden. Ich ertrage es einfach nicht, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Okay. Okay. Oh, hallo, DK.
Das ist Diantea, eine der besten Schauspielerinnen von ganz Carlos. Mit ihrem bezaubernden Spiel berührt und rührt sie Leute gleichermaßen. Mit anderen Worten, sie hat ihr Leben ganz der Freude anderer verschrieben. Wäre doch nur jeder so selbstlos wie sie, die Welt wäre gleich viel schöner. Ich habe schon schön gesagt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss mich mal schön machen mit meinem schönen Schönheitsgeschöns vor meinem schönen Spiegel, der schön ist. Und wer seid ihr? Mein Name ist Sirena und das hier... Decay, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin begrüßt habt. Ihr habt beide sehr schöne Namen. Schön, übrigens. Und eure Pokémon sind auch ganz reizend. Ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Die sind voll schön. Schön! Stimmt, da wir ja beide Pokémon-Trainer sind, können wir tatsächlich mal miteinander kämpfen. Ah ja, da fällt mir ein. Ich muss dir etwas sagen, Nachbar. Ich liebe dich! Wenn wir nicht eine Art Wettstreit daraus machen, wer von uns beiden letztlich stärker sein wird. Ah, hallo Rivalin. Du bist zwar gerade erst nach Estisia gekommen und hast deine Reise angetreten, aber wir sind schließlich Nachbarn. Da dürfte so ein wenig Konkurrenz die Sache doch spannender machen. Ich werde zwar so oder so nicht verlieren, aber trotzdem. Ich mach dich fertig. Stimmt, aber wir beide Pokémon können wir trotzdem mal miteinander kämpfen, ja. Er ist bei allen beliebt, so wie das Pokémon zusammenfällt. Das ist in aller Munde. Die einzigen, die nicht darüber sprechen, sind die Blumen. Die können nämlich nicht reden. Okay. Ich habe das Gefühl, dieser Flor Delis ist nicht ganz dicht in seinem Kopf drinne. Genauso wie ich. Oh, ist das der Friseursalon? Wie kämen? Wir beraten unsere Kunden bei Friseur und Farbe. Die Zufriedenheit des Kunden ist für uns alle. Alle. Wonach steht dir denn heute der Sinn? Haare schneiden und färben. Ein kompletter Haarschnitt plus Färben, das macht zusammen 3000 Pöketella. Ja klar, her damit. Ich hab's ja. Deinen Hut kannst du mir gerne nicht verwahren in der Zwischenzeit. Nein, mein Hut! Oh, wie soll ich dir die Haare schneiden? Mittelkurz. Nein. Kurz. Kann ich eine Vorschau? Heller. Honigfarben. Honigfarben also. Decay. Also deine Klamottenwahl. Echt super. Ich krieg richtig Herzklopfen. Küsse mich. Alles klar, wir sind fertig. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, geht klar. Deine neue Frisur steht dir ganz hervorragend. Also, ein kompletter Haarschnitt plus Färben macht 3000 Pöketella. Vielen Dank für deinen Besuch. Komm doch jederzeit wieder vorbei. Eigentlich müsste ich ja jetzt den Hut abziehen, weil irgendwie hat sich sonst das ganze Geld nicht gelohnt. Das Problem ist, dafür brauche ich ja, glaube ich, ein Pokémon-Center. Und ich finde hier keins. Stadt ist zu groß. Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine Karte der Stadt, eine Minimap, irgendwas, bitte. Was ist das hier? Oh, das Pokémon Center. Es ist praktisch. Hallo Trainer, Pokémon Center, Pokémon, ja, ja. Ist auch keine schlechte Idee. Ist schon ein bisschen her. Okay, jawohl. So, ziehen wir uns um. Ziehen wir diese blöde Kapuze aus. Da muss ich ja ein neues Dingens aufnehmen, aber das mache ich dann auf Kamera. Also ich muss ja nicht neu aufnehmen, sondern ich muss nur... Nein, das wollte ich nicht. Oh. Mann, das hat sich total geändert! Moment. Ich kann die Mütze nicht absetzen? Das ist ja doof. Ja, okay. Also ich muss dringend eine Mütze tragen. Das ist äußerst wichtig als Pokémon-Trainer, dass man eine Mütze auf dem Kopf hat. Ansonsten, keine Ahnung. So, das war das Promo-Dingen. Das ist das Labor. Was haben wir hier denn noch so ein bisschen? Was hast du denn? Hier geht's zur Frühlingsallee. Ja. Größten Einkaufsviertel befindet sich... Oh, Einkaufsviertel, das klingt gut. Vielleicht kriege ich Klamotten, zum Beispiel einen Anti-Hut.
das einfach eine Mütze ist, die transparent ist oder so. Zumindest ein bisschen was Dezenteres. Oh je. Herzlich willkommen in meiner Boutique. Du bist nicht sehr stylisch. Verzeihung, da kann ich dir keinen Zutritt gewähren. Wir haben sehr hohe Ansprüche, was du dir dann auf den Kundschaft betrifft. Was? Ich hab voll den Stil. Oh. Na gut. Was ist das denn? Pokesalo Picobello. Okay. Nein, ich wollte da nicht rein. Na gut. Was ist das? Wo bin ich? Es ist das Szene-Lokal für Enthusiasten. Ein Ort von Fans für Fans. Okay. Ist in Ordnung. Nein. Und pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Ja, okay, ich weiß, der Eiffelturm ist für mich gesperrt. Wieso bin ich jetzt auf Pokémon Ami? Was habe ich getan? Wieso bin ich jetzt wieder auf der Freundesliste? Ah, okay, danke. Schnipp, schnapp, schong. Okay. Die Stadt ist mir zu groß, Mann! Ich komm nicht klar! Oh, Scheißendreck! Connex Café. Das ist bestimmt der Connex Club. Der interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht, wenn das das gleiche ist wie ein Pokémon Schwarz. Aber da, hier kannst du momentan nicht durch. Hier gibt es auch einen Strom Ausfall. So, was ist denn das? Restaurant Solala. Wie ist das Essen hier? Ja, Solala. Oh. Willkommen im Restaurant Solala. Wenn dir nach Durchschnitt ist, bist du hier richtig. Das ist nicht unbedingt die beste Werbung. Unsere Empfehlung des Tages lautet Pikachu-Fleisch. Doppelkampfmenü. Ich gebe immer mehr Geld für irgendwelches Zeug aus. Sehr gerne, wenn du mir bitte folgen würdest. Dumpti-dumpti-dumm. Also, hier ist dein Sitzplatz. Du bist ja ganz alleine, du arme Sau. Huch. Ich serviere als erstes die Vorspeise. Ein handgepflückter Salat frisch aus dem Garten. Wir empfehlen, nach exakt 2 Runden mit dem Verzehr zu beginnen. Und dann schlägt der Kellner mir voll ins... Wow, 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 Fräulein. Mach mal halblang. So haben wir nicht gewettet. Moment, war weder stark gegen Feuer noch... Ah, super. Was waren Beschwörungen eigentlich nochmal? Weiß es nicht mehr. Na gut. Pokémon wechseln. Wir gehen auf Fafni und McCloud. Überlegt euch, ihr geht in ein Restaurant, ne? Oder sagen wir mal, ihr geht in eine schöne Pizzeria, sagt er, ich hätte gerne eine große Pizza Salami. Und dann sitzt ihr da und dann kommt der Kellner mit der großen Pizza Salami und das Erste, was er macht, ist euch voll aufs Maul zu hauen. Und dann zu sagen, hey, hier ist ein Hüppchen. What the fuck, wer macht sowas? Na okay, zumindest gibt's offensichtlich noch Doppelkämpfe. Eine schon, hä? Hast du so gedacht, Fräulein? Nicht mit mir! So. Dann kümmert sich Fafnir erstmal um Vegimak. Und du Psystrahlst Grillmak weg. Pam! Vorzüglich. Okay. Ganz viele Erfahrungspunkte. Und rawr! Wirklich. Denkst du, das ist effektiv? Ja? Denkst du, kannst damit was ausrichten? Kannst verhacken, Mann! Guck's aufs Maul jetzt hier. Ich hab die Leere angegriffen. Okay. So. Level 11. Und du kriegst kein Level ab. Und sonst auch niemand.
Du bist jemand, der einen knackigen Salat ganz genüsslich verpürzen kann, nicht wahr? Dankeschön. Kann ich jetzt bitte mein Essen essen? Ist das genehm, ja? Null Pokémon sind K.O. gegangen. Was zur Hölle ist das für ein Horrorrestaurant? Ich serviere jetzt die Suppe, kaum gewürzt, damit man die Zutaten besser rausschmeckt. Mir empfehlen nach exakt 2 Runden mit dem Verzehr zu beginnen. Ey, das ist... Ich wollte doch nur eine Suppe essen. Warum? Warum darf ich keine Suppe essen? Oh, man. Na gut, du bist hier gerade fehl am Platz. Nein, kein Kratzer. Rankenheap. So viele Affen auf dem Feld, Hilfe. Okay. Das sollte sogar in 2 Runden hinhauen. Kameradschaft, ja. Ja, ein Angriff interessiert mich. Das könnte wehtun. Okay, alles tut die Palette. Jetzt kriegst du einen Psi-Strahl an den Kopf. Und du nochmal einen Ranken. Und dann sollte das ganz ordentlich hinhauen. Okay. Fling! Level 19. Level up für den Sklaffen. Neue Attacke. Kratzfurie. Das können wir stattdessen vergessen. Haben wir. Hauen wir Kameradschaft raus. Okay. Wiwi erreicht Level 12. Häschen erreicht Level 11. Und dort. Prima. Mehr Erfahrungspunkte. Gott verdammt. So viele Erfahrungspunkte. Trainiere deine Zunge, um den Geschmack der Zutaten besser unterscheiden zu können. Ich will nur einen Salat essen. Du hast 2 Runden gebraucht und 0 Pokémon sind K.O. gegangen. Ich wünsche weiterhin guten Appetit. Lass mich gehen! Was habe ich getan? Ich präsentiere hiermit die Hauptspeise. Frischer Fisch à la Meunière auf Müllerin-Art. Wir empfehlen, nach exakt 2 Runden mit dem Verzehr zu beginnen. Oh. Gott. Sodamak und Vegimak. Okay. Also gleiches Prozedere wie zuvor, nur dass ich, ich sehe gerade, dass die Pokémon immer wieder geheilt werden. Ich will eigentlich nicht riskieren, dass es 3 Runden werden, wenn er mir schon sagt, ey, nach exakt 2 Runden. Sodamak. Okay. Damit sollte ich leicht überlegen sein. Ich bin sowieso überlegen, weil ich McCloud habe und... nice! One Hit! Hätte ich doch Glumanda rausholen können. Ha, naja, egal. Fafnir erreicht Level 12. Silberblick, ha? Super. Das hilft dir bestimmt total weiter. Spoiler, tut's nicht, bist tot. So. Sicher ist sicher. Kann ja sein, dass die Nitro-Ladung es nicht one-hittet. Ja, das ist unwahrscheinlich. Mehr Erfahrung! Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnerst du mich an Narcisse von den Top 4. Oh, es gibt die Top 4 also auch. Okay. Spoiler, Mann! Ja, natürlich, das war jetzt erwartet. Du hast 2 Runden gebraucht und 0 Pokémon sind K.O. gegangen. Ich wünsche weiterhin guten Appetit. Kommt jetzt noch eine Nachspeise? Ich habe keinen Hunger mehr. Ach, danke. Ich hoffe, das Menü hat gemundet. Ja, das Menü war gut und der Kellner war ein bisschen scheiße. Hier ist deine Nachspeise und dazu serviere ich gleich die Rechnung. Restaurant Solala, Rechnung für ein Doppelkampfmenü. Die Vorspeise ist am besten noch 2 Runden. Runden 3, K.O. gegangene Pokémon 0.
Die Suppe isst du am besten nach 2 Runden, Runden 2, K.O. gegangene Pokémon 0. Den Fisch isst du am besten nach 2 Runden, Runden 2, K.O. gegangene Pokémon 0. Runden insgesamt 7, K.O. gegangene Pokémon insgesamt 0. Als kleines Dankeschön erhältst du von uns 14 Exemplare des Items Mini-Pilze. Oh, die kann ich verkaufen. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Ja. 100. Beehr uns bitte bald wieder! Das kannst du vergessen! Was zur Hölle? Das ist wie wenn man in einer Pizzeria hin sagt, ich hätte jetzt gerne eine große Pizza Salami. Und dann kommt der Kellner mit der großen Pizza Salami und drückt die einem in die Hand und haut die erstmal voll aufs Maul. Und dann isst du deine Pizza Salami und dann sagst du, ich will aber noch einen Salat. Und dann bringt dir der Kellner einen Salat und haut dir nochmal voll aufs Maul und dann isst du deinen Salat. Und da kommt der Chefkoch und sagt, ja, hier, schöner Salat. Und dann sagst du ja. Und dann sagt der Kellner, ja, hier ist noch eine Salami. Was ist das? Okay, gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus mit Pokémon für heute. Wir haben unglaublich viel erreicht, meine Herren. Und würde sagen, ich hoffe, das heißt, mir hat es gefallen. Falls ihr aber abonniert, kommt ihr gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.